Vielleicht keine typische Begrüßung bei der Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern, aber dafür eine unterhaltsame. Wer sich auf eine Veranstaltung mit Lilo Wanders, der selbsternannten Sexpertin der Nation, einlässt, den erwartet ein Abend voller Anzüglichkeiten und frecher Sprüche. Die gab es am 12. April sicherlich auch zuhauf, doch stets begleitet von tiefgründigen Reflexionen und durchmischt mit der einen oder anderen Spitze zum eigenen Altern und dem der anderen. All das madenweiße Fleisch, das sich so in der Mitte ansammelt. Beim Manne spricht man ja in einem solchen Fall von Spiegeleiern, weil er die seien nur noch im Spiegel. Wo das Altern ein Thema ist, da ist das Schwelgen in der Vergangenheit nicht weit. Und so betrat an diesem Abend Evelyn Künicke, Showgröße und Urgestein der deutschen Unterhaltungsbranche, knapp 18 Jahre nach ihrem Tod ein weiteres Mal die Bühne. Die Wanders und die Künicke, sie verbindet mehr als nur eine Parodie. Kennengelernt haben sie sich bei einem dreistündigen Interview in einem Hotelzimmer. Die Schauspielerin hat Eindruck hinterlassen. Einen so bleibenden, dass sie später die Basis für die Kunstfigur Lilo Wanders bilden sollte. Und die hat heute nur eine Mission: klarstellen, dass das Alter kein Hindernis ist. Naja, das heißt aber auch, dass jetzt jede Freiheit da ist, alles zu tun, was man möchte. Und ich hoffe, ich vermittle das auch, dass man so verrückt und so gaga sein kann, wie man gerade lustig ist. Und dazu will ich nicht unbedingt aufrufen, aber doch Mut machen, dass man, also ja, das Leben ist endlich. Und wenn man was vorhat, dann sollte man es dann doch so um die 60 herum anfangen zu erledigen. Endlich 60. Gaga, geil und gierig ist der Titel des Programms. Und neben den Symptomen des Alters, in denen sich der ein oder andere Gast vielleicht wiedergefunden hat, kreiste der Rest des Abends um Alkohol, Eskapaden und natürlich Sex. Oder alles in einem. Bei den Besuchern kommt diese Mischung gut an. Was hat Ihnen besonders gefallen jetzt? Das ist ja schwierig, ne? Schwierig. Es war ja alles angesprochen. Alles, was sie gesagt hat, fand ich toll. Okay. Bei welches Thema war denn attraktiver? Zipperlein im Alter oder Sex im Alter? Sex im Alter. Natürlich Sex im Alter. Ich finde es allgemein schön, was sie so bringen. Und es ist viel Wahres dran. Okay. Und wo erkennen Sie sich persönlich eher wieder? Bei dem Thema Zipperlein oder beim Thema Sex im Alter? Was soll ich jetzt drauf antworten? Die Wahrheit natürlich. Ich sag mal Zipperlein. Zumindest die Bühnenfigur Lilo Wanders liebt das Extreme, das Schräge und natürlich den Glamour. Daran hat sie das Publikum, das gespannt an ihren Lippen hing, an diesem Abend im Boddenhus teilhaben lassen. Und was wäre eine Diva ohne die Musik? Jedenfalls würde etwas fehlen. Und auch der Inhalt der musikalischen Darbietungen steht ganz im Zeichen von Rausch und Übermaß. Typisch Lilo Wanders eben. Auf die Beine ein Glas Champagner, gib mir wieder festen Halt.